Ei Gude und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelswerks Emerald Empire, das Smaragdkönigreich. Unabhängige Länder. Rokugan ist von Territorien umgeben, die keinem hohen oder niederen Clan angehören. Die wichtigsten dieser Regionen ist natürlich das Schattenland im Südwesten. Aber die anderen Grenzen des Imperiums führen auch zu wichtigen, nicht angeschlossenen Gebieten. Das größte davon ist die riesige Wüste im Nordwesten des Kaiserreiches. Dieser Ort, der brennende Sande genannt wird, ist eine sonnenverbrannte Wüste. Und nur die Einhörner und die Skorpione haben diese Region jemals besucht. Eine Reise in die brennenden Sande ist tatsächlich ein tödliches Unternehmen. Im Norden des Smaragd-Imperiums befindet sich ein weiteres, großes und weitgehend unbekanntes Gebiet. Eine große Steppe, Heimat des wilden Jubanji-Stammes. Im Osten liegt der Ozean und abgesehen von einigen abgelegenen Inseln kann niemand sagen, was dahinter liegt. Die Gaijin, die als die Merenae bekannt sind, kamen einst über dieses seltsame Meer gesegelt und viele Rokugani fürchten noch immer ihre mögliche Rückkehr. Es sollte bemerkt werden, dass nicht angeschlossene Länder nicht nur außerhalb der Grenzen des Smaragdreiches liegen, sondern auch in ihnen. In der Tat sind einige Gebiete von Rokugan seit Jahrhunderten unerforscht geblieben oder wurden vor so langer Zeit verlassen, dass niemand wirklich weiß, welche Geheimnisse und Wunder darin liegen. Gefahren der ungeschützten Länder. Reisen durch das Reich ist relativ sicher, solange man auf den Straßen des Kaisers bleibt. Die Wildnisgebiete von Rokugan sind viel gefährlicher. In Wäldern, Hügeln und Bergen macht das Terrain Reisen schwierig. Und die ungezähmten Tiere und seltsamen Kreaturen in diesen Orten können sich als ziemlich tödlich erweisen. Intelligentere Bedrohungen von Banditen über Schattenlandkreaturen bis hin zu Oni, die aus Yegoku herbeigerufen wurden, verstecken sich häufig in abgelegenen und befestigten Gebieten, um eine Entdeckung zu vermeiden. Während die großen Clans jedem friedlichen Reisenden, der in den Gebieten des Kaiserreichs reist, Schutz bieten, können sie diejenigen, die die Wildnis erkunden, nicht die gleiche Unterstützung gebieten. Unerforschten Ödlande der brennenden Sande hält nicht nur der natürliche Gefahren, die in jeder Wüste zu finden sind, bereit, wie pralle Sonne, das Problem der Wasserquellen, tödliche Sandstürme und Temperaturen, die jede Nacht unter den Gefrierpunkt fallen, sondern auch eine überraschende Anzahl von seltsamen und tödlichen Kreaturen. Skorpione, im Smaragdreich unbekannte Giftschlangen, mysteriöse, wieder auftauchende Reptilien und sogar riesige Sandwürmer, die einen ganzen Mann verschlingen können. Die brennenden Sande sind voller seltsamer und ungezähmter Wildtiere. Und als ob das nicht genug wäre, liegt die ganze Wüste unter irgendeiner Art von Fluch. Die rokuganische Magie scheint dort nicht richtig zu funktionieren. Im Norden und Nordwesten bleibt eine weitere unerforschte Steppe ein Rätsel für die Menschen des Smaragdreichs. Viele wandernde Stämme leben in den großen Wildnissen, aber die Bewohner von Rokugan haben bisher nur eine Handvoll dieser Gruppen getroffen. Vor allem die Jobanji-Nomaden, die manchmal mit dem Phönix-Clan handeln und manchmal das nördliche Reich plündern. Vor vielen Jahren, als das Einhorn aus dem Kaiserreich verschwunden war, mussten die Samurai des Löwen-Clans gegen einen anderen Barbarenstamm kämpfen, der aus dem Nordwesten stammte. Diese Barbaren wagten sich oft über die Grenzen der Löwenprovinzen, stahlen Nahrung und Haustiere. Sie töteten Männer, Frauen und Kinder ohne Gnade. Nach Jahren dieser blutigen Streifzüge organisierte der Löwenclan endlich einen groß angelegten Angriff gegen diese Menschen.
In nur wenigen Jahren haben die Krieger des Löwen diese Bedrohung fast ausgerottet und die meisten Barbaren umgebracht. Die Angriffe gegen Rokugan endeten abrupt und wurden nie wieder aufgenommen. Natürlich weiß niemand, ob irgendwelche dieser wilden Nordmänner übrig geblieben sind oder ob sie Groll gegen diejenigen hegen, die ihren Stamm fast ausgerottet haben. Jenseits der brennenden Sande, im fernen Westen, existieren Dutzende von fremden Zivilisationen. Wege dieser Gaijin-Nationen sind den Leuten in Rokugan unbekannt. Und nur wenige Weisen wissen überhaupt, dass sie existieren. Zu verschiedenen Zeiten haben sowohl das Einhorn als auch zu Beginn des 12. Jahrhunderts die Skorpione Kontakt mit Gaijin aus diesen fernen Ländern gehabt. Und sie sind sich einig, dass die meisten dieser barbarischen sogenannten Zivilisationen äußerst unehrenhaft und blutrünstige Krieger mit hinterhältigen Tricks, seltsamen tückischen magischen Künsten sind. Diese Leute haben nichts gemeinsam mit denen, die im Smaragdreich leben. Während einige dieser Zivilisationen gut organisiert zu sein scheinen, sind andere kaum mehr als Nomaden und Banditen, die durch die Wildnis streifen. Kein Rokugani kann ergründen, welches Schicksal diese fremden Völker und Orte dem unvorsichtigen Reisenden bereiten. Aber alle sind überzeugt, dass nichts Gutes aus diesen Ländern kommen kann. Die brennenden Sande, der geheimnisvolle Westen und die unzähligen fremden Zivilisationen, die dahinter liegen, sind keine Orte für einen Samurai. Risiken und Bedrohungen. Trotz aller Gefahren in den unerforschten Gebieten, innerhalb und außerhalb des Imperiums, glauben viele Samurai, dass wundersame Schätze, unergründliches Wissen, reiche unerschlossene Ressourcen vielleicht in den unerschlossenen Ländern gefunden werden können. Manche träumen von reichen Vorkommen von Kupfer, Silber, Gold und Eisen, ganz zu schweigen von Kristall und Jade, die in den entlegenen Gebieten des Smaragd-Imperiums noch entdeckt werden können. Sie denken an das wertvolle Holz und die exotischen Tiere, die in den großen Wäldern des Shinomen Mori und den unerforschten Inseln am Meer zu finden sind. Andere träumen davon, fruchtbares Land zu entdecken, das für Reis, Weizen und andere Getreidearten geeignet ist. Wenn nur einer Anspruch auf sie erheben könnte. Aber solche Schätze zu finden und zu beanspruchen, ist keine leichte Aufgabe. Wenn man die zahllosen Naturgefahren, tödlichen Kreaturen, umherstreifenden Banditen und Barbaren und die seltsamen Zivilisationen betrachtet, die bereits in diesen Ländern leben. Außerdem ist der Kontakt mit den Gaijin seit der Schlacht vom Weißen Hirsch im 10. Jahrhundert durch das Reichsgesetz verboten. Davon abgesehen kann die Anziehungskraft fremder Künste und Errungenschaften viele Samurai dazu bringen, diese fremden Orte zu erforschen. Goldschmuck, polierte Edelsteine, gefärbte Seide und ähnliche Waren sind einige mächtige Verlockungen und reiche Samurai-Adelige sind oft bereit, für solche Güter zu zahlen, ungeachtet ihrer Herkunft. Der Mantis-Clan pflegt seit Jahrhunderten geheime Kontakte mit dem fremden Elfenbeinkönigreich und schmuggelt exotische Waren und Kunstwerke ins Smaragdreich. Ebenso können Weise und Gelehrte, die von ihrer Neugier besiegt werden und gut zu zahlen bereit sind, Schriftrollen und Bücher erwerben, um etwas über fremde Sprachen, die Geschichten, die Götter, die öffentlichen Edikte und die Glaubenssysteme fremder Kulturen zu lernen. Pragmatische Samurai können auch die Verlockungen spüren, die neue Kampftechniken zu erlernen, neue Wege zur Herstellung von Waffen zu erlernen oder die Geheimnisse von Kriegsmaschinen aufzudecken, die in Rokugan noch erfunden werden müssen. Sogar innerhalb von Rokugans Grenzen können die Möglichkeiten, verlorenes Wissen oder alte Zivilisationen zu entdecken, unwiderstehlich sein. Unzählige Entdecker haben die Ruinen der alten Naga-Zivilisation besucht, und im 12. Jahrhundert entdeckten Mitglieder des Einhorn-Clans die Ruinen einer riesigen Stadt
aus violettem Kristall unter dem Saikitsu-Pass. Auch andere Geheimnisse alter Pracht mögen Spuren innerhalb des Reiches hinterlassen haben, noch auf menschliche Entdeckungen warten. Ruinen und vergessene Orte gibt es viele in und um Rokugan. Ruinen, die vor langer Zeit verlassen oder zerstört wurden, eine vollständige Liste von solchen alten Geheimnissen wäre ein Buch für sich, aber hier präsentieren wir drei Beispiele. Die Ruinen von Shiro Chuda. In den früheren Jahrhunderten des Imperiums lag Shiro Chuda Zentrum des bescheidenen Besitzes des Schlangenclans in der Nähe der Provinzen des Phönixclans. Der Schlangenclan wurde von einem ehemaligen Isawa gegründet und von einem bösen Geist namens Shuten Doji, einem schrecklichen Wesen, das nicht verbrannt oder zerstört werden konnte, korrumpiert. Im Jahr 402 ging das Ereignis der fünf Nächte der Schande in die Geschichte ein. Krieger des Phönix-Clans drangen in das Schlangengebiet ein, töteten jeden Mann, jede Frau und jedes Kind, das sie finden konnten. Nicht einmal die Tiere wurden verschont, damit der Shuden Doji nicht in einer besessenen Leiche entkommen konnte. Hunderte von Jahren danach sind die Ruinen von Shiro Chuda die umliegenden Schlangenlände immer noch verlassen. Kein vernünftiger Mensch wagte es, dieses Gebiet zu betreten, da es von den ruhelosen Geistern all derer, die vom Phönix erschlagen wurden, heimgesucht wird. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass das Shuden Doji selbst dort noch lauert. Welche Schätze noch in der alten Burg der Schlange liegen mögen, weiß niemand, aber jeder, der sich dorthin wagen würde, müsste sicherlich großen Gefahren trotzen, nicht zuletzt den Überresten der zurückgelassenen Verderbnis. Die Ruinen von Shiro Heiji. Vor Jahrhunderten wurde der Eba-Clan durch eine übernatürliche Tragödie weggewischt, was zur Schaffung des schrecklichen Artefaktes, bekannt als der Amboss der Verzweiflung, führte. Die Heishi-Familie war für immer verloren, aber ihr Name hallt immer noch, sowohl in der Legende als auch in der Geschichte wieder. Und in den Ruinen der einstmals großen Festung des Eba-Clans Shiro Heiji liegt nördlich des Krabbenterritoriums am äußeren Rand des Zwielichtgebirges. So wie fast niemand weiß, was dem Eba-Clan widerfahren ist, können sich nur wenige in Rokugan vorstellen, welche Geheimnisse in den Mauern dieser zerstörten Burg liegen. Jeder, der jemals von diesem Ort gehört hat, weiß jedoch eines. Ein ruheloser und schrecklicher Geist namens Shakoki Dogu spukt in den Ausläufern, in denen sich die uralte Festung befindet. Es wird gesagt, dass dieser mächtige, boshafte Geist sich vom Wahnsinn ernährt und ihn bei denen hervorruft, die in seinem Einfluss geraten. Ruinen der Hiruma-Festung. Im 8. Jahrhundert überrannten die Legionen des Oni-Lords, der nur als der Schlinger bekannt war, einen großen Teil der Krabbenländer. Obwohl die Streitkräfte des Schlingers schließlich in der Schlacht der wogenden Wellen besiegt wurden, blieben die meisten Länder der Hiruma-Familie einschließlich ihrer angestammten Burg in den neuen entstandenen Bereichen der Schattenlande. Während der nächsten drei Jahrhunderte würden zahllose Hiruma in einer langen Reihe von Schlachten um das Schloss zurückerobern sterben. Von der Verderbnis befallen wurde die Burg Hiruma zu einer Todesfalle,
die die Samurai der Familie in den hoffnungslose Kämpfe und Belagerungen lockte, die das Mohn und die Kleider der Familie weiß färbten. Zusätzlich zu den großen Feldzügen wurden viele kleinere Expeditionen von Samurai auf der Suche nach verlorenen Artefakten und Aufzeichnungen der Hiruma-Familie zu der verlassenen Burg entsandt. Die Burg wurde schließlich im frühen 12. Jahrhundert von der Verderbnis zurückgewonnen und gereinigt. Für Geschichten, die vor dieser Zeit spielen, kann es jedoch eine mächtige Verlockung sein, das verlorene Wissen zu suchen oder Rache an den Kräften von Fuleng zu nehmen. Soweit zur aktuellen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Lust auf mehr habt, seid einfach beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.